Moin, wir sind Geeks Live Fetzebusch und wir stehen hier im Mann. Erik von We Live Games. Kannst du uns den We Live Games Beatdown ein bisschen erklären? Ja, das ist ein Konzept, wo du Menge persönlicher möchte gewesen ist, dass man das so nennen kann. Das selbst, was ich immer am Herzen hat, Kampfspieler, das selbst, was ich immer gerne gespielt habe, noch nie viele Leute hatte in meinem Freundeskreis, wo ich mit denen ich konnte spielen. Und das ist etwas, was ich immer wohl denke machen. Und schon mal gedacht, dass von den Leuten mal so zusammenkommen, ein trinken, zwei trinken, gute Musik, ein bisschen spielen, dass das viel gute Ambiance sein kann. Und es scheint mir so gelungen zu sein. We Live Games, was ist das genau? We Live Games ist eine Assoziation, die für rund 3 Jahre entstanden ist. Wir feiern eigentlich auch heute als 3 Jahre. Wo mein bester Kollege, und nicht der Sebastian, uns zusammen gedacht haben. Ja, ganz zu gründen, weil wir es gedacht haben, dass es zu Lützeburg nicht genug läuft. Punkto Gaming. Und wir haben einfach gedacht, so, wieso machen wir das nicht? Und dann haben wir mit FIFA-Turnieren gestartet. Und ja, wir haben uns entwickelt, wir machen Turnieren ein bisschen an allem. Und ja, es geht darum, es Leute zusammenzubringen für an allem. Für die Sache, die wir alle gerne haben, nämlich Gaming. Wie regelmäßig machen wir Turnieren? Das ist keine Regelmäßigkeit dran, sagen wir mal so. Aber prinzipiell geschieht alle 3 Monate etwas. Ob es ein Turnier ist oder ein Event, wie der Teil, dann ist es nicht formell ein Turnier. Aber alle 3 Monate haben wir normalerweise selbst geplant. Den Beatdown, also selbst wird das mehr oft wiederholen oder wird das mehr etwas Einzigartiges? Kann man sagen, mal so, der Beatdown selber, dass es just Kampfspieler ist, das ist nicht unbedingt etwas, was allmählich wert sind. Mehr so das Konzept hier, auch auf der Platz, wo wir gerade sind am Stadion, das ist etwas, was wir wahrscheinlich wiederholen, weil die Leute sind da. Die Leute scheinen zufrieden zu sein, also gesehen ich nicht, wieso man nicht sollte weitermachen. Ich wollte euch noch fragen, das sollten diesen Moment zum Mondorf am Casino von euch mit Saturn eine Organisation sehen. Könnt ihr euch so, wieso das nicht stattgefunden hat? Also könnt ihr euch dazu äußern? Ich kann mich dazu äußern, dass nicht gegangen, wenn es SK Gaming. Weil das unser Hauptakt war sozusagen, und unser Hauptpunkt, wo wir die Leute wollten, da mal drin sehen. Und weil sie am Moment, oder die Main 4 drin, leider ein bisschen explodiert sind, punkto Roster vom Gaming-Team von LOL, hatten sie keine Equipe, die sie uns konnten zur Verfügung stellen. Und sie haben nicht der Qualität entsprochen, die wir uns erwartet haben, die wir die Leute heute wollten zu Lützburg spielen. Dafür geht das LOL ab dem nächsten Quartal 2016 verloren, wo wir dann eine anständige Kipp hätte nun mit einer anständigen Qualität so wie es sich gehört. Oder schon ein genaues Datum? Oder ein genaues Datum habe ich noch nicht. Okay. Wo waren die Leute erst sicher, wo können sie erst fangen? Wir sind auf unserer Internetseite willifgames.com, auf unserer Facebook-Seite, wo wir auch ganz viel aktiv sind, willifgames. Wir sind auch auf Twitter aktiv, in der we_live_games. Und noch ein Channel auf Twitch, wo auch we_live_games ist. Okay, so ein Spielmutz, merci. Gerne, merci auch. Yes.